Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Schiffssimulator, die Seenotretter. Und im letzten Part haben wir unsere Mission erfolgreich ausgeführt. Und jetzt haben wir hier, was ist los? Und da haben wir alle, wir haben hier angefangen, Tonnenschubser, die dicke Susi und dann Schubs für den Tonnenschubser. Das heißt, wir haben gleich die drei Missionen alle nacheinander gemacht. Ich habe gedacht, das dauert immer alles länger. Aber das ist ja super. Jetzt überlege ich nur, ob wir hier weitermachen, keinen Tag gleich dem anderen. Oder ob wir einfach mal auf die Ostsee schwenken. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Und ich würde aber sagen, zur Abwechslung nehmen wir hier mal die Ostsee. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner. So, Retter zu jeder Zeit. Wähle aus dem linken Menü eine. Also, ja. Ein Fischkötter. Oh, das sieht interessant aus. Ein Fischkötter hat sich einem Netz verhakt. Aha. Und ist manövrierunfähig. Was wie ein harmloser Einsatz klingt, schlägt schnell in ein grimmiges Szenario um, als der Kutter Feuer fängt und zu sinken droht. Jetzt heißt es, schnell löschen und mit Pumpen unterstützen. Wirklich schlimm wäre es, wenn man später auch noch mit Rauchgasvergiftung zu kämpfen hätte. Aber so weit wird es schon nicht kommen. Oder? Hauptsächliche Aktivitäten in diesem Einsatz, Pumpen löschen, Bergen schleppen. Okay, so machen wir das. Auf geht's. Aber das ist ja jetzt nicht die Hermann Marwede, oder? Das müsste jetzt theoretisch ein anderes Schiff sein. Oh, was war denn das jetzt? War aber laut. Ach, hier. Ach, guckt euch doch mal dieses schöne Gewässer an. Geh ins Seebad. Jedes Leid und Weh lindert und beschwichtigt, scheucht und heilt die See. Das wusste bereits Hoffmann von Fallersleben. Und weißt du, wo du das beste Seebad findest? Nämlich nicht hier, mein guter Piet. Das beste Seebad findest du auf Rügen. Sprüche und Weisheiten hatte er immer gerne auf den Lippen, der alte Junge. Er war mein Mentor, meine Inspiration, vielleicht auch mein Schicksal. Ich wollte so werden wie er. Er führte mich zu den Seenotrettern. Und hier bin ich nun, erster Vormann der Harro Köpke. Der einzige Seenotkreuzer der 35,5 Meter Klasse, gefertigt aus seewasserbeständigem Aluminium und stationiert in Sassnitz. Sassnitz, ein Erholungsort auf der Insel Rügen. Berühmt für seine Kreidefelsen, allen voran natürlich der Königstuhl. Sassnitz, 9600 Einwohner, im kleinsten Nationalpark Deutschlands, mit der längsten Außenmole Europas und einer bewaldeten Küste. Das ist meine Insel. Und natürlich auch die Insel vieler Besucher. Johannes Brahms oder Kaiser Wilhelm zum Beispiel. Und natürlich der Touristen, die sich hier erholen. Ein idyllischer Ort. Ein Ort, auf dem man die Gefahren der See gerne übersieht. Denn auch das schönste Wetter kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Meer unberechenbar ist. Deswegen sind wir hier, ich und meine Crew. Rettungsmann Jasper und Maschinist Arndt. Und auch wenn der Tag noch so schön erscheint, wir sind immer einsatzbereit. So wie an diesem Tag. Die Sonne strahlt, doch sie strahlt eben nicht für jeden. Ach. Danke für diese kleine Harro Geschichtsstunde. Von MRCC Bremen. Ja. Hier Harro Köpke. Harro Köpke. Was gibt's? Wir haben einen Notruf vom Fischkutter Rudi erhalten. Er hat sich in seinem Netz verhakt und ist manövrierunfähig. Klingt nach einem Routineeinsatz. Fahren wir schon mal los, würde ich sagen. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Da habt ihr das gehört. Oh. Und auf geht's. Die Richtung ist geradeaus. So, wo müssen wir lang? Moment, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Wo ist der denn? Ach du grüne Neune, der ist ja ewig weit weg, oder? Denke ich das jetzt nur. So, mal gucken, ob das Teil schneller fährt wie 25 Knoten. Ist auf jeden Fall kleiner. Sieht nicht so aus. Nee. So, was haben wir denn erstmal? Sie sollte den Fischkutter aufsuchen. Die Position kann ich meiner Seekarte entnehmen. Okay. Nur leider sehe ich da drauf gar nichts. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Das ist ja unglaublich weit weg. Na, da haben wir uns was eingebrockt. Naja, da sind wir eine Fahrt mit Hinfahren beschäftigt.
ein Part mit zurückfahren oder zwei Parts vielleicht mit dort aufhalten, ein Part mit zurückfahren, ich habe keine Ahnung. Gott, was ist hier los auf der Ostsee? Das ist ja brutale Mission, ey, wenn das so weit weg ist. Wahnsinn. So. Lalalala. Oh, da können wir das schöne Wetter genießen und die Aussicht. Und die Aussicht ist ja wohl exzellent. Soll ich euch mal was sagen? Ich würde gern tauschen. Das wäre doch was, oder? Das wäre doch mal ein Job. Da kann man alt werden. Mit Sicherheit auch anstrengend und mit seinen Tücken, aber ganz ehrlich, so auf dem Meer in, ja, hier, keine Ahnung, Sassnitz oder wie sie es nennt, muss ja traumhaft sein, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es traumhaft ist. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas zu machen beruflich, muss ich ehrlich sagen. So, da mal reinschnuppern. MRCC Bremen, hier spricht Haro Köpke. Wir sind mit dem Fischkutter Rudi beschäftigt. Viel Erfolg. Alles klar, Mann. Danke. Traumhaft. Absolut traumhaft. Ah, jetzt kriegt man schon langsam auf die Karte. Könnte das da sein, links? Das da hinten, dieser kleine Puppe. Ich denke mal ein bisschen rüber, dass wir direkt drauf zufahren. Aber ich glaube, das könnte da sein. So. Ah, das könnte sein, das gute Schiff. Wahnsinn, wie weit wir jetzt hier rausfahren müssen. Also die Strecke ist schon ein alter Verwalter. Wassertiefe über 50 Meter. Schade sein, dass nicht angezeigt wird, wie tief das Wasser jetzt im Endeffekt ist. Ich habe auch gehofft, dass das Schiff ein bisschen schneller unterwegs ist hier. Wie 25 Knoten. 50 Knoten wären schon geil. Wir haben nicht mal die Hälfte. Oh Mann. Oh Mann, was tut ihr uns an? Müssen wir so weit fahren? Können wir hier Talk machen? Talk, Talk, Talk. Ja, übrigens, kann ja mal ein bisschen erzählen, was es so für Neuerungen auch gibt. Weiß nicht, wer es schon alles mitbekommen hat, aber wenn man bei uns auf den Community ist, und zwar auf dem MacSachsen TS, wenn man da jetzt joinen will, wird einem angezeigt, der TS hat eine neue IP, bitte gehen Sie da und dahin. Und zwar heißt der neue TS Troubletown Community Teamspeak. Finde ich, ist eine richtig coole Sache. Und zwar sind da ganz, 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 ganz viele YouTuber vereint auf einem TS. Der Sinn dahinter ist es einfach, die Community auch mal so zusammenzuführen. Was ich persönlich richtig gut finde, weil jeder hat seine Community auf anderen TS verteilt. Man muss immer hin und her switchen. Man sieht auch immer, welcher YouTuber da ist. Und ich kann euch ja einfach mal so sagen, wer jetzt auf dem TS hier einfach dabei ist. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Und zwar ist einmal auf dem TS mit dabei der Kaffeebecher LP. Der Nightshade ist mit dabei. Der VitaWolf, der Verdemis, Chico, Nefias, Horsch und Guck LP, Shivas Tochter, Julia drin, dann der Sachsen-Let's Player, die Geeksgirl, die Anonymous, Marv zockt, Kapuzenwurm, Grenz, Dadosh, Maru, Dalukart und Crabson. Ja, die Leute sind jetzt alle auf dem TS vereint. Wir haben jetzt einen Community-TS zusammen, der heißt Troubletown. Und ja, da könnt ihr quasi, die IP findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Und da wollen wir jetzt ganz einfach alle Communities zusammenführen, was ich richtig, richtig cool finde. Und ich bin gespannt, wie das sich so entwickelt. 18.30 Uhr, jeden Mittwoch ist ja auch der Community Talk, der MacSachsen Community Talk. Und ja, der findet dann auch auf diesem TS statt.
Und da haben wir dann einen eigenen Channel, wo wir den Talk machen können. Und ja, das ist immer echt recht lustig. Ich muss immer sehen, wie lange ich Zeit habe. Meistens ist es so eine Stunde oder anderthalb, wenn es mal gut läuft. Ja. Und da heißt es dann einfach ein bisschen mit der Community labern. Wenn ihr Fragen an mich habt oder an den Randy, die könnt ihr natürlich da alle loswerden oder sonstiges. Und ja, ich denke, es ist einfach wichtig, einfach mit der Community, ohne die man ja gar nicht da wäre. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Das vergisst vielleicht der ein oder andere. Ohne die wäre man einfach gar nicht da, ohne die Leute. Gäbe es die Community nicht, gäbe es keinen YouTube-Kanal in dem Sinne oder einen YouTube-Kanal mit 0 Abonnenten. Oder es gibt keine Livestreams, wenn die Leute nicht zuschauen würden und so weiter. Das ist halt alles so eine Sache, wo man auch immer dran denken sollte. Und deswegen ist bei mir auch die Community einfach das Wichtigste. Das gehört einfach dazu. Ich nehme ja hier auch schließlich das auf für euch. Das ist ja das. Ich nehme das auf, weil es mir Spaß macht, ohne Frage. Also ich habe riesigen Spaß am Let's Playen. Aber die Community, die dahinter steht, steht bei mir an erster Stelle. Das ist einfach so. Und deswegen ist es für mich das Mindeste, mir einfach in der Woche einen Tag Zeit zu nehmen, wo die Community die Möglichkeit hat, dann quasi mit uns zu quatschen oder mit mir zu quatschen oder sonstiges. Und dass man einfach so mal ein bisschen Erfahrungsaustausch auch macht und sich einfach ein bisschen unterhält. Ja, das ist eben das Schöne. Dann halt nach dem Livestream samstags, ist ja immer ab 18 Uhr Livestream. Und ja, danach, wenn der Livestream vorbei ist, machen wir auch immer noch so eine kleine Quatschrunde. Und das ist immer ziemlich lustig dann. Also es macht schon riesen Spaß. Ist schon was Feines. Mich freut es, hier sein zu dürfen. Auf YouTube. Und mittlerweile ja über 6000 Abonnenten. Das hätte ich mir ja auch nie erträumt. Also muss ich ehrlich sagen. Meiner sagt, das ist aber wenig und so weiter. Der andere sagt, boah, das ist viel. Ich finde es einfach cool, dass es der Kanal so entwickelt hat. Dass ich mich da auch weiterentwickelt habe. Das gehört ja auch immer dazu. Und was ich richtig gut finde, ist, ja, schreiben auch immer wieder Leute, die so unter den ersten 100 Abonnenten waren. Und das macht einfach riesen Spaß. Also dann zu sehen, die sind immer noch dabei. Und die schreiben mir dann auch total nette Sachen, wie es ist Wahnsinn, wie du dich entwickelt hast. Und ja, mal gucken. Ich meine, es geht ja doch schon mit großen Schritten, mit kleinen Schritten, keine Ahnung, auf die fünfstellige Abonnentenzahl zu. 10.000 ist natürlich das große Ziel. Wenn ich das dieses Jahr natürlich noch erreichen würde, das wäre so mein Traum. Aber naja, warten wir mal ab. Das wäre natürlich mega. So. Und da vorne haben wir das Objekt unserer Begierde. Und da brennt, so wie es aussieht. Und zwar nicht zu knapp. So, Moment. Wir können doch. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ah ja. Okay. Nein, 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 nicht anhalten. Komm nur. Gas, Gas, Gas. Gas, Gas, Gas. Weiter geht's. Wir wollen ja wenigstens noch ankommen hier. So. Sind wir aber ganz schön weit weg. Aber solange wie Land noch in Sicht ist, verfahre ich mich auch nicht. Der Marco aus Minecraft sagt immer, ja, mich wundert es, dass du manchmal die Toilette im Haus findest. Hat er letztens gesagt zu mir. Fand ich lustig. So. Und jetzt sind wir da. Pete, ich sehe das Schiff. Es sieht nicht gut aus. Wohl doch kein Routineeinsatz, Arndt. Hier ist der Seenotkreuzer Harro Köpke. Können Sie mich hören, Rudi? Ja, ich kann Sie hören. Was ist passiert? Wir dachten, Sie hätten ein Netz in der Schraube. Haben wir auch. Aber beim Selbsthilfeversuch hat sich unser Schiff plötzlich geneigt. Der Kutter machte plötzlich Wasser und wir haben Brand im Maschinenraum. Können Sie uns helfen? Natürlich, dafür sind wir da. Wir sollten den Kutter löschen und mit Pumpen unterstützen. Pumpe übergeben. Blups. Die Pumpe ist gelegt. Die Harro Köpke kann nun damit beginnen, den unter Wasser gesetzten Maschinenraum leer zu pumpen. Ja, die Pumpe läuft. Aber wir haben ein riesiges Leck im Maschinenraum und ein weiteres im Vorschiff. Das wird dauern, bis der Raum so weit gelenzt ist, damit man mit der Abdichtung beginnen kann. Ein Schleppen kommt also nicht in Frage. Nein, weil...
Aha. Was ist passiert? Wir haben gerade drei Männer verloren. Stimmt, ich kann sie sehen, Pete. Oh mein Gott. Wir gerade aus dem Motorraum. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Oh, das Schiff ist schon mal gelöscht. Und dann bei der letzten Welle. Abgasvergiftung? Wir beginnen sofort mit der Bergung. Okay, wir sind schon mal angekettet. Wir haben schon mal die Pumpen übergeben. Das Feuer ist gelöscht. Ah, nice. Gut gemacht, Haro Köpke. Wir schöpfen hier neue Hoffnung für unseren guten Rudi. Neuer Logbucheintrag. Okay. Ich muss den Fischkutter abpumpen, dafür kann ich nah genug heran, bis ich die Pumpe übergeben kann. Das habe ich schon gemacht. Warum ist das nicht abgehakt? Egal. Okay. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video positiv. Ihr könnt mich unglaublich unterstützen dadurch, dass ihr einfach ein Däumchen nach oben gebt. Das reicht mir schon vollkommen aus. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.